Und ein herzliches Willkommen hier wieder zurück zu Skyrim. Wir sind gerade dabei, für die Diebesgilde die Quests zu erledigen und haben gerade eben mit Talen gesprochen über Kirava und sie muss Zahlen, Schulden eintreiben. Wollt ihr ein Zimmer oder was zu trinken? Zeigt mir zuerst ein paar Münzen. Seid ihr bereit, Brynjolf zu zahlen, was ihr ihm schuldet? Nein, und das werde ich auch nie. Schert euch raus aus meinem Gasthaus. Vielleicht sollte ich diesem Hof in Morrowind mal einen Besuch abstatten. Woher in aller Welt wisst ihr von... Bitte, meine Familie bedeutet mir alles. Tut ihr nichts an. Dann bezahlt und ich werde die Sache vergessen. In Ordnung. Hier, bringt das zu Brynjolf und sagt ihm... dass ich ihm keinen Ärger mehr machen werde. So, muss das sein. 100 klimpernde Goldmünzen haben den Besitzer gewechselt. So, und hier mit ihr sollten wir auch noch reden. Was habt ihr für ein Problem? Savir. Beziehungsweise, die können wir gerade mal Dialog fertig machen, also, oder? Gibt's noch was Nettes? Was wolltet ihr? Ich habe euch bereits bezahlt. Ja. Zichel mich doch mal nicht so an. Was redet man so in der Stadt? Die Diebesgilde bemüht sich nach Kräften in dieser Stadt wieder Fuß zu fassen. Doch Gerüchten zufolge zerfällt sie von innen heraus. Früher waren Fische und Honig der Hauptexport von Rifton. Dann kam die Schwarzdorn-Familie. Jetzt regiert König Med die Stadt. König Med, cool. Ich hasse dieser Stadt. Es ist unmöglich, hier einigermaßen anständig zu leben. Wir haben die Nachricht erhalten. Ihr solltet eure Geschäfte ab jetzt anderswo tätigen. Ja, bleib locker. Ja? Was habt ihr für ein Problem? Ich möchte über Shadras Schulden sprechen. Ich wusste, dass der dumme Junge eine Möglichkeit finden würde, sich aus seinen Schulden zu stehlen. Das ist doch ganz einfach. Ich habe ihm etwas Gold geliehen, er hat versprochen, es mir zurückzuzahlen und nun sagt er sei blank. Das ist schon alles. Wir wissen beide, dass das ein abgekartetes Spiel ist. Das ist mir egal. Geschäft ist Geschäft. Vergesst es, ich werde zurückkommen. Ihr könnt gehen und wiederkommen, so viel ihr wollt. Hauptsache, er zahlt. Ja, ich brauche noch ein bisschen mehr Überredungskunst, merke ich. Sucht ihr Arbeit? Jemand muss Sibby Schwarzdorn eine Nachricht überbringen. Was für eine Nachricht? Ich habe Sibby Schwarzdorn kürzlich darauf angesprochen, Frost zu kaufen, eines der besten Zuchtpferde in Himmelsrand. Er hat zugestimmt. Ich habe Sibby die Hälfte im Voraus bezahlt, doch bevor er liefern konnte, hat Maven ihn einsperren lassen. Sibby glaubt, dass unser Handel damit geplatzt ist. Nein. Ich möchte, dass ihr mit Sibby redet. Bringt mir Frost und die Abstammungsurkunde, die seinen Wert belegt. Okay, hört sich einfach an. Guter Mann, ihr werdet es nicht bereuen. Geht zum Gefängnis von Rifton und sprecht mit Sibby. Bringt ihn dazu, euch zu sagen, wo ihr Frost und seine Abstammungsurkunde findet. Trefft mich dann außerhalb von Rifton und bringt alles mit. Für euren Aufwand werdet ihr reichlich entlohnt. Warum sitzt Sibby im Gefängnis? Keine Ahnung, aber er hat es geschafft, Maven zu verärgern. Niemand würde einen Schwarzdorn ohne ihre Erlaubnis einsperren. Warum sagt ihr Sibby nicht einfach selbst? In der Nähe von Wachen oder Gefängnissen fühle ich mich unwohl. Vor allem, wenn Geschäftspartner eingesperrt sind. Nein, ich treffe euch außerhalb der Stadt. Okay. Macht wahr. Zuerst aber endlich unseren Hehler freischalten, denn ich muss das Zeug verkaufen. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Treibe das Schuldengeld ein. Ah, okay, im nächsten großen Haus bereits. Helkers Bunkhaus. Ist es ebenfalls eine Taverne oder was? Es ist ein Gasthaus, wie es aussieht. Ha. Über Hockerangriffe. Wandererfähigkeit verbessert. Tut mir leid wegen der Unordnung. Hier sauber zu halten ist keine Kleinigkeit. Svana Fernschild. Ich würde es arbeitet ihr hier? Arbeit? So kann man es wohl auch nennen. Schade, man sieht sie jetzt nicht. Ich nenne es Sklaverei.
Ich arbeite mir die Finger wund, um dieses abscheuliche Loch sauber zu halten. Die Herberge ist keine Taverne. Ich würde euch den Bienenstich empfehlen. Weshalb passt ihr Helga so sehr? Es ist nicht nur die Arbeit, es ist alles an ihr. Sie ist widerlich. Ich glaube, sie nimmt ihre Verehrung der Dibella ein wenig zu wörtlich. Wisst ihr, dass sie allein im letzten Monat mit 3 verschiedenen Männern geschlafen hat? Welche Frau tut denn so etwas? Wenigstens einmal würde ich gern sehen, wie sie sich windet. Es ihr so richtig unter die Nase reiben. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ja, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass ich damit davonkommen würde. Sie würde mich umbringen, wenn sie es herausfände. Ich weiß zufällig, dass sie ihrem Liebhaber nach vollzogenem Akt ein Zeichen der Dibella als Zeichen ihrer Zuneigung gibt. Wenn ihr ihr 3 dieser Zeichen unter die Nase halten würdet, dann wäre ihr das so peinlich. Ich weiß nicht, was sie dann tun würde. In Ordnung, ich werde euch helfen. Ach, das wird großartig. Ihr müsst die Zeichen der Dibella von Boli, Hofgrier und Indarin besorgen. Ich weiß nicht, wie ihr das anstellen könnt, aber versucht es einfach. Dann konfrontiert Helga damit und der Rest geht wie von selbst. Alles klar. Versucht diese Zeichen ohne Gewalt zu erwerben. Ich möchte nicht für ihren Tod verantwortlich sein. Nee. Keine Gewalt. Aber... ich müsste wissen, wo... wo sind die 3? Ich guck mir das mal kurz auf der Karte an. Befinden sich... alle in Rifton. Okay, dann gehen wir mal kurz raus. Machen wir das mit der Nebenquest hier zuerst. Weil keine Ahnung, ob ich eventuell mit der Drohung dann was triggere, was dann halt dazu führt, dass ich es nicht haben kann. So, Verschiedenes muss ich noch anmachen, genau. Jetzt sehe ich, wo sie sind. Fangen wir mit dem dort an. Der ist anscheinend außerhalb der Stadt. Jetzt lädt's noch nicht mal mehr ein Bild oder ein Text. Bitte, 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 hab dich nicht aufgehängt. Nein, ha, sehr gut. Ah, mit dem hier hat sie geschlafen. Guck an. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Ich muss noch Pferde beschlagen. Also beeilt euch. Ich möchte ein Signal ankaufen. Nein, später. Helga hat euch ein Zeichen der Dibella gegeben. Ich will es. Was? Wovon redet ihr? Ich weiß nicht mal, was das ist. Gebt es mir und niemand muss davon erfahren. Ihr verwechselt mich wohl mit jemand anderem. Oh, verdammt, das mit dem Überreden und Gedöns regt mich allmählich echt auf. Ich habe da einfach kein Talent drin. Grrr. Hier, Erfahrungspunkte habe ich schon. Könnte ich vielleicht was... Das ist schlicht. Fertigkeitspunkte... wäre doch nur ein Punkt, den ich brauche, oder? Nee, verbesserte... Ah, nee. Ich müsste hier auf Bestechung und dann noch ein zweiter auf 40. Oh, nee. Vergiss es. Dann muss es anders gehen. Ihr braucht etwas? Was? Wovon redet ihr? Gebt es mir sonst. Ich weiß nicht mal, was das ist. Oder? Auf Riften Art. Tunika. Zeichen der Libella. 75%ige Chance. Haben wir vielleicht noch einen Trank, der meine Fertigkeiten als Schurke verbessert? Leiche, Gift, Wundertrank, Zaubertrank, Frost, Tarnung, Taschendiebstahls. Das muss doch jetzt funktionieren. Zeichen der Dibella. Yes! Hahaha! Das war das erste Zeichen. Jetzt beeile ich mich mal. Dann klaue ich einfach die Zeichen von den Leuten. Eine Minute habe ich. Komm, komm, go, go. Vor allen Dingen, sie ist ja dann irgendwie die Dorfmatratzbraut. Ich
Ich möchte mich etwas schneller bewegen. Ich habe nicht so viel Zeit. Ist schon echt verblüffend, wie schnell man dann rennen kann. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Ha, Taschendiebstahl bei ihm ist ein bisschen kniffliger jetzt. Vergesst nicht, den Tempel zu spenden. Machen wir dann erstmal den da. Den Black Prayer Merd Bay. Warum zum Henker ist das alles in Englisch? Ich bin hier der Braumeister. Was wollt ihr? Ihr seht aus, als könnt der ihr da. Getränk vertragen. Oh Gott. Ich bin ziemlich beschäftigt. Braucht ihr etwas oder kann ich... Er hat euch das Zeichen gegeben. Ihr seid verrückt. Wie könnt ihr es wagen, solch eine Anschuldigung vorzubringen? Gebt es mir, nehmen wir uns davon erfahren. Eure Worte ergeben keinen Sinn. Was soll ich euch geben? Gebt es mir sonst. Ihr bedroht mich? Das ist ja lächerlich. Gut, dann geht es tatsächlich. Kann ich dann hier zurück an die Arbeit? Nur bei Nacht, weil hier kann ich ja. Wobei, wenn er einzeln wäre. Ja. Was wollt ihr? Wenn es um die Brauerei geht, können wir uns später unterhalten. So, passt doch auf! Wow, was sind das? Da geht's ja richtig tief. Und was braucht ihr? Oh, dammit. Entschuldigt, aber ich kann euch jetzt nicht besonders helfen. Ich traue. So, jetzt wird's gehen. 75%ige Chance. Do it. Ah, oh Gott. Gutes Gefühl, wir haben es geschafft. Schon wieder raus hier. Ich merke, sobald ich anfange, dieses Gebiet hier komplett leer zu räumen, wird das lustig. Vor allen Dingen, das sind echt viele Leute unterwegs. So, der letzte bist du da hinten. So. Zu Besuch in Rifton? Im Tempel von Mara sind alle willkommen. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Den krieg ich so nicht. Den muss ich ein bisschen warten. Geht nicht zu weit voraus. So, wo haben wir ihn? Da draußen, oh Gott. Gibt es da etwa auch noch Wohngebäude? Ställe sind doch vorne. Ladezeit, du liebe Ladezeit. Wie ich sie liebe. Tatsächlich, ist cool. Da draußen muss man auch noch alles... Oh, this will be unbelievable much. Du besitzt keine Dietriche mehr. Er leck mich doch. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Yep, natürlich. Scheiße. Muss ich wieder warten. Ah, bei dem letzten läuft es jetzt nicht so gut. Gucken, dass das offen ist. Ungefähr immer zwischen 7 und 8, glaube ich, sind die Dinger offen. Jetzt ist er schon wieder weg. Ah, dammit. Also das jetzt richtig abzupassen wird hässlich. Ich kann es ja nur klauen. Meine Einschüchterungsversuche oder Überredenskünste sind ja lächerlich. Die Arbeit in der Fischerei von Rifton ist hart, aber sie bringt etwas Geld in meine Kasse. Dann wo ist denn der Typ jetzt halt hin? Jemand die anderen besuchen, guck mal an. Bollys Haus.
Ah, keine Dietriche zu haben, ist echt abartig. Warte mal, mach noch ein Stündchen. Das nächste. Ihr seid neu Bolli. In der Stadt. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr da redet. Ich soll euch was geben? Ich weiß. Oder was? Ihr macht mir keine. Ich soll euch was geben? Ja, Mann. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr da redet. Also, ich werde hier permanent beobachtet. Dann muss ich den Unsichtbarkeitstrank mal nehmen. Der mich einfach nicht unsichtbar macht. Vergiss nicht, dem Tempel zu spenden. Verdammt. Das ist nur ein schwerer Erkennungstrank. Nein. Alpha bipscht. Warum? Es gibt nichts Schöneres, als im Honrichsee zu angeln. Ihr solltet es einmal versuchen. Hm. Wenn ihr Hunger habt, Maries verkauft frischen Fisch. Gefangen von meiner Wenigkeit. Unser Fleisch ist garantiert sauber und frei von Felsenhaxe. Scheiße. Bleibt echt keine Möglichkeit hier offen. Sorry Leute, den müssen wir jetzt noch irgendwie kriegen. Wenn ihr auf ein Almosen ausseid, dann müsst ihr mit meinem Mann sprechen. Wenn ihr Gesellschaft sucht, dann könnte ich es wohl stellen. Der Markt ist von allen Seiten abgedeckt. Das geht auch nicht. Der tickert jetzt die ganze Zeit nur hier auf dem Markt rum. Gut, gut. Das wird kompliziert. Jungs, lass den mal da durch. Frisches Fleisch und Gemüse. Greift zu, solange der Vorrat ist. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Augen. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Irgendjemand eine Idee, Vorschläge? Schreibt sie mir mal rein, wie ihr es gemacht hättet. Auch nicht. Auch nicht. Kacke. Muss ich wieder warten. So, jetzt befindet er sich nämlich gerade woanders. Und es ist noch keine Closing Time. Vielleicht kriege ich ihn noch. Wenigstens erster Erfolg. Wir sind in der Fischerei. So. Wow. Aha. Das ist seine anscheinend. Lieber Bolli, ich brauche dein Zeichen der Libella. Yes. Das hat geklappt. Und hier komme ich später mal wieder her. Es ist eine lustige Fischerei. Wenn man hier einfach runtergehen kann, also... Er züchtet hier drinnen selbst eigen noch Lachs. Okay. Cooler Typ. Zwar nicht genug Fisch für direkt was, aber in der Summe permanente Einnahmen, nicht schlecht. Okay, ich würde sagen, wir machen mal die Quest dann fertig im nächsten Part. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und bis denne.